Ho, 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 hallo, hier ist der Robert, die letzte Episode des Jahres vom Vitamin Berge Podcast. Eigentlich wollte ich das ja schon zwischen Weihnachten, also kurz nach Weihnachten machen. Da ist mir dann allerdings eine ganz doofe Sache passiert. Beim Autoputzen habe ich mir da auch tatsächlich dann noch irgendwie einen Nerv im Rücken eingeklemmt. Somit war das Weihnachten für mich eher schmerzhaft und untersetzt mit Ibuprofen und anderen Medikamenten. Inzwischen geht's wieder. Und ich wollte es nicht versäumen, jetzt hier noch kurz vor Silvester ein paar Sachen zu sagen, aufzunehmen und die dann natürlich auch einen guten Rutsch zu wünschen. Tja, wie war mein 2016? Es war nicht schlecht. viele Sachen gemacht. Aus Trail Strips Relax wurde Vitamin Berge und ich habe es nicht bereut. Zwar wissen immer noch viele nicht, wer eigentlich dahinter steckt und dass ich es bin, aber das kommt auch noch mit der Zeit. Und auch wenn ich jetzt so die Bilder angeguckt habe, also auf jeden Fall die Reisen waren wieder sensationell und ich empfehle jedem nur, geht auf Reisen, guckt euch die Welt an. Es ist einfach sensationell, wem man da kennenlernt und was man da alles so kennenlernt. Größte Challenge, das merkst du vielleicht auch jetzt gerade so ein bisschen, wo ich versuche, mal solo zu reden wieder. Ja, andere nennen es als die kreative Form des Selbstcoachings. Ich habe den Podcast gestartet, um etwas mehr zu reden. Es war ja auch sensationell und ich möchte mich hiermit einfach nur bedanken an Florian Schupf, Florian Schütz, Carsten Joos, Carsten Reichel, Lukas Rinner, Nima Aschoff, Dominik Berchtold, Erika Spengler, Michael Miltenberger, nochmal den Florian, die Christina Beigang, den Carsten Joos, da sie mir dieses Jahr zur Verfügung standen für ein kleines Interview jeweils. Und natürlich möchte ich mich auch bei dir bedanken, den Abonnenten, dem Hörer des Podcasts, dass du mir die Chance gegeben hast, in 2016 Fuß zu fassen und natürlich freue ich mich, wenn du nächstes Jahr auch wieder oder immer noch dabei bist. Ich kann dir jetzt schon verraten, es wird richtig coole Gäste geben. Es sind noch 3 Episoden ausstehend, die sind schon abgedreht bzw. halt aufgenommen und gehen jetzt im Januar, Februar online und dann habe ich noch eine riesige Liste an Ideen, an Wunschkandidaten, an Empfehlungen, die ich auch noch interviewen möchte. Eine Änderung in 2017 wird es auf jeden Fall geben, denn ich werde es eher weniger mit Video machen. Bis jetzt hatte ich ja immer noch das Video mit dabei laufen und man konnte es sich dann auch angucken. Das wird sich wahrscheinlich ändern, denn ich möchte ein bisschen mehr flexibel sein und mit der großen Kamera ist es da doch schwierig, um einfach mehr und spannende Leute in ihrer Umgebung zu interviewen, denn ich möchte einfach nicht, wie es viele andere machen, dass man es per Skype macht oder per Telefon. Das ist nicht meine Art. Ich möchte mit den Leuten wirklich dort reden, wo es auch, wo sie leben, wo sie ihre Geschichten besser erzählen können. Deswegen wird es erstmal auch in dem 2-Wochen-Rhythmus bleiben und ich hoffe, dass du das gut findest. Wenn du es nicht gut findest, kannst du mir gerne mal dein Feedback geben. Ansonsten wird es in 2017 auch 2 E-Books geben, beziehungsweise ein Buch vielleicht sogar. Da verrate ich jetzt noch nicht so viel. Im Januar wird es auf jeden Fall eine Wiederauflage vom Das perfekte Trailrunning-Foto geben, in ja, Neuauflage. Mit neuen Fotos, mit ein paar Ergänzungen und einfach als ja, Zusammenfassung von allen Artikeln, die ich Anfang des Jahres gemacht hatte. Und da mich jetzt auch einige schon von euch gefragt hatten, ja, du fragst ja mal deine Gäste am Schluss diese Schnellfragen, Quickfragen. Wie sind denn deine Antworten? Hatte ich mir überlegt, werde ich dir jetzt selber mal einfach beantworten. Deshalb fangen wir mal an mit Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Ganz klar die Berge, natürlich. Warum? Ich bin lieber oben drauf und gucke nach unten, sehe, was ich schon erreicht habe, habe den Überblick. Das Meer, das ist mir einfach zu, ja, zu weit.
Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Insel am Berg verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Kurz umschrieben wahrscheinlich, lesen, laufen, Käse machen. Also auf jeden Fall wäre es eine sehr coole Challenge. Und ich hoffe, irgendwann werde ich mal die Chance haben werden, genau das zu machen. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Ich denke, der Sonnenaufgang ist schön. Mir kommt eher der Sonnenuntergang entgegen, da ich nicht der Frühaufsteher bin. Andererseits hat man natürlich beim Sonnenaufgang noch alles für sich. Es ist alles noch ruhig, die Welt erwacht, kein Stress und nichts. Von daher, es gibt keinen klaren Favoriten dafür. Dein Gadget, welches in den Bergen nicht fehlen darf, also was ich immer dabei habe, ist definitiv die Kamera. Irgendeine Kamera ist immer dabei, ob es jetzt die kleine kompakte ist oder ob es die große Spiegelreflex ist. Ohne Kamera gehe ich eigentlich nie raus. Deine Top 3 Blogs oder Ressourcen für mehr Berge? Eigentlich kann ich da sagen, es sind wesentlich mehr als 3. Ich denke aber so, wenn man gerade auf Facebook in verschiedenen Gruppen ist, ob das jetzt Berg- oder Alpenpanoramen ist oder bergsüchtig oder ähnliches, bekommt man schon einiges an Bergen mit. Ist mit dabei, wenn andere von ihren Touren erzählen. Die Bilder, die sind grandios, die Geschichten sind sensationell. Von daher ist das, glaube ich, so meine Empfehlung. Folgt einfach bestimmten Leuten, seien es jetzt Fotografen und so weiter, und seid Mitglied in diversen Gruppen auf Facebook. Was empfiehlst du gegen Bergweh? Ja, habe ich gerade erst schmerzlich erlebt, als ich auf der Couch lag und mich quasi fast nicht bewegen konnte. Da hilft für mich eigentlich nur Fotos gucken und vor allen Dingen auch Ziele schmieden. Also das, was ich mal machen möchte, wenn es denn dann wieder geht. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Tja, das wirst du in 2017 hören. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Ich habe schon einige tolle Gäste bereits aufgenommen, die bald online gehen. Und die Liste der Wunschkandidaten und Empfehlungen ist auch riesig. So, tja, was sind meine Ziele eigentlich für 2017? Kann ich euch hier kurz mal erzählen. Also ich möchte auf jeden Fall Ende 2017 möchte ich in dem Jahr über 3000 Kilometer gelaufen sein mit über 100.000 Höhenmetern. Zum Vergleich, dieses Jahr habe ich knapp 2000 Kilometer geschafft und 70.000 Höhenmeter ist also machbar. Und dann habe ich mir einige Projekte so überlegt, also zum Beispiel den E5 von Meran nach Oberstdorf. Ich möchte den Madeira Ultra Trail in unter 17 Stunden schaffen. Ich möchte mal wieder den Aachensee umrunden, endlich mal mit Steve zusammen den Königssee umrunden, den Malerweg nonstop in der Sächsischen Schweiz. Und dann gibt es da noch so viele andere Sachen. Also ich habe jetzt hier mal vor ein paar Tagen aufgerufen, wer mit den schönen Seen in den Bergen geben kann, wo man drum rumrennen kann. Und da kamen dann auch solche Sachen wie Vierwaldstätter See, Warnensee, Chiemsee, Weichsee, Tegernsee, Fuschelsee, Traunsee, Wolfgangsee, Wörthersee, also da gibt es eine ganze Menge, was man da machen kann. Aber Fokus liegt für mich wirklich einmal auf dem E5, Königssee-Umrundung, Aachensee-Umrundung und natürlich den Malerweg, weil das ist quasi Heimat. So, das soll es eigentlich fast schon gewesen sein. Jetzt möchte ich dir aber noch etwas Kleines oder 2 kleine Sachen mitgeben. Und zwar, wenn dein 2016 nicht so toll war, weil du warst verletzt oder du hast andere doofe Sachen gehabt, dann habe ich einen Tipp, den ich in einem anderen Podcast gehört habe, nämlich bei Martin Sänger im Podcast, Leben duldet keinen Aufschub, auch empfehlenswert. Und er macht das immer so, dass er zum Jahresende, also zu Silvester, holt er sich genau eine Feuerwerksrakete, schreibt auf einem Zettel, was in 2016 in dem Fall scheiße war, schreibt das da drauf, bindet das an die Silvesterrakete, zündet die an und schickt sie in den Himmel und guckt, wie das 2016 mit den Scheißsachen in der Luft explodiert.
Ich werde es auch mal ausprobieren. So viel steht da glücklicherweise nicht drauf, aber ich bin gespannt, was es mit mir macht. Auf jeden Fall kann man danach mit der ganzen Sache abhaken. Und das andere ist, ich habe jetzt über Weihnachten, da ich viel Zeit hatte beim Liegen, einen meiner Lieblingsfilme, nämlich Ich bin da mal weg mit Habe Kerkelin geschaut. Das Buch hatte ich schon vor Ewigkeiten gelesen und jetzt hatte ich den Film gleich dreimal ineinander geguckt. Und da gibt es eine Stelle, die finde ich eigentlich super. Er beschreibt es eher in die Richtung Gott und Kirche, aber wenn man das so ein bisschen ummünzt auf das Leben an sich, passt es wirklich wie die Faust aufs Auge. Deswegen, ich lese es euch mal vor. Für mich ist Gott wie ein großartiger Film und die Amtskirche ist das Dorfkino, in dem er gezeigt wird. Da hängt nun mal die Leinwand schief, die Holzsitze knarren, die Lautsprecher knistern, hinter dir quatscht jemand, vor dir versperrt dir jemand die Sicht und ständig nerven sie dich mit Durchsagen. Der Film läuft, aber die Vorführung ist beschissen. Und deshalb merken die meisten gar nicht, wie toll der Film in Wahrheit ist. Und mit diesen Worten möchte ich dir alles, alles Gute wünschen für 2017, dass alles in Erfüllung geht, was du dir vornimmst. Lass es ein sensationelles Jahr werden und ich hoffe, dass du auf jeden Fall weiterhin Hörer von meinem Podcast bist. Ich verspreche dir auch, dass die nächsten Folgen wieder Interviews gibt und ich nicht ganz so viel labere. Also, alles Gute für dich und einen guten Rutsch. Tschüss, dein Robert.